Herzlich willkommen bei RAM Unbox. Heute für euch dabei, Liebe ist für alle da in der Deluxe Edition. Das Album ist erschienen am 16. Oktober 2009 und mit euch gemeinsam möchte ich das Stück hier mal anschauen, was uns dieses Album alles so zu bieten hat. Ja, Cover fällt direkt auf, ein Herz, Liebe ist für alle da drinnen und sonst dunkel gehalten, Schrift Gold. Von der Seite haben wir das komplett ausgeschrieben, wenn ich so ein bisschen mit dem Licht wackelt. Dann reflektiert das auch schön. Und wenn wir auf die Rückseite schauen, haben wir hier auch die Titelliste. Also insgesamt wieder 11 Lieder auf dem Standardalbum. Und dann nochmal eine Bonus-CD bei mit 5 weiteren Liedern. Ja, also ordentlich zugepackt. Insgesamt 16 Tracks hat unser Album hier zu bieten. Von der Seite sieht es so aus. Und wenn wir den Schuber mal wegmachen, dann kommt uns das eigentliche Cover von Liebe ist für alle da zum Vorschein. Wo auch nochmal Rammstein, Liebe ist für alle da. Und dann halt auch das originale Cover oder das eigentliche Cover. Dann haben wir von der Seite folgendes Bild. Und auf der Rückseite haben wir es dann so gegliedert. Dann haben wir hier, ist der Till schwer satt. Sehr schön. Ja, klappen wir da ein gutes Stück einmal auf, dann kriegen wir folgendes Bild. Also der Raum ist dann leer, alle gesättigt, alle weg. Auf jeden Fall auch sehr schöne Bilder. Und dann klappen wir da ein gutes Stück einmal auf. Ja, bei Liebe ist für alle da, wir kennen's. War ja mal Riesentrubel wegen Ich tu dir weh. Wurde ja für eine kurze Zeit auf den Index gesetzt und dann wieder runter, Gott sei Dank, und ein Bild. Aber da sprechen wir gleich drüber. Hier erstmal die CDs, CD1 und CD2. Und dann gehen wir einmal das Booklet hier so durch, weil das ist schon ziemlich lang, dieses Booklet. Und dann lassen wir das einfach mal so durch die Kamera laufen. Schneider schleppt eine Dame ab. Da guckt er auch grimmig. Lassen wir das hier schön durchgehen. Till satt. Und dann geht es hier weiter. Da läuft etwas im TV, wo sich dann sehr gefreut wird. Ja, so viel dazu. So, die CDs halten wir nochmal nebendran. Also unterscheiden sich eigentlich gar nicht, außer CD1 und CD2. Aber sonst sind die gleich gehalten. Tun wir die guten Stücke wieder rein. So, und dann, wie man das sieht, muss man einmal hier zusammenklappen. Kommt dieses Bild zum Vorschein und ich meine, dieses Bild war damals auch verboten worden. Dann muss man hier zusammenklappen und dann kommt hier Olli zum Vorschein und dann klappt man das wieder so zusammen und so, dann ist er wieder zusammen. Aber wir wollen ja noch das Booklet sehen, was sich hier drin befindet. Hier drin ist es schwarz. Ja, dann schauen wir uns einmal das Booklet an, was man auch wieder so ausklappen kann. Gefühlt 100.000 Seiten und glänzendes. Ich lasse das mal so durchgehen. Hier haben wir dann die Songtexte. Na, wirklich ein langer Schinken hier. Da muss man gucken, ob wir da auch vernünftig mit durchkommen hier. Aber die Texte sind uns ja mittlerweile alle bestens bekannt. Dann haben wir hier noch Informationen. Und wenn man dann das ganze Teil einmal umdreht, bekommen wir noch Bilder zu sehen. Dann geht es hier weiter. Also wirklich sehr starke Bilder. Jawohl, dann haben wir einmal alles durch. So, dann mal gucken, wie wir hier den jetzt wieder zusammengefaltet kriegen. Zack. Zack, zack. Nein, das war falsch. Ja, so scheint es richtig zu sein. Scheint es nicht richtig zu sein. Ja, bei so Dingern könntest du echt verzweifeln manchmal. Nein, das ist noch falscher wie falsch. So, lassen wir das. Tu mal wieder rein, ein gutes Stück hier. Perfekto. Ja,
So viel zum Inhalt. Liebe ist für alle da in der Deluxe Edition aus dem Jahre 2009. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.